Einst war es das arme Leute-Essen, weil er in Massen aus der Ostsee gefischt wurde, der Hering. In den letzten 30 Jahren hat sich sein Bestand mehr als halbiert, so die Wissenschaftler vom Rostocker Thüneninstitut. Wöchentlich ziehen sie im Greifswalder Botten ihre Proben, das Laichgebiet des Herings in der westlichen Ostsee. Ihre Vermutung, durch den Klimawandel erwärmt sich die Ostsee immer früher und stärker und lässt den Hering früher laichen. Das Timing sozusagen verrutscht, sodass der Hering einfach zu früh laicht und die Larven zu früh schlüpfen. Diese kleinen Heringe, wenn die aus dem Ei schlüpfen, haben die noch so einen Dottervorrat unterm Bauch, brauchen circa eine Woche, bis sie den verbraucht haben und dann müssen sie fressen. Und wenn dann das geeignete Futter nicht zur Verfügung steht, dann verhungern die meisten einfach. Den Larven fehlt das noch nicht vorhandene Zooplankton, ihre Nahrungsgrundlage. Noch vor 30 Jahren lag der Bestand ausgewachsener Heringe in der westlichen Ostsee bei 300.000 Tonnen. Jetzt sind es nur noch mehr als 100.000. Ob und wie der Schwarmfisch mit den rasanten Umweltbedingungen umgehen wird, wissen auch die Forscher nicht. Der kann sich halt auch nach Norden verlagern. Oder er kann als Bestand einfach verschwinden. Oder er könnte seine Laichzeit verändern. Die Probleme des Herings in der relativ kleinen, aber sich schnell erwärmenden Ostsee könnten zeigen, was den Tierbeständen und den Fischern in bzw. auf den Weltmeeren droht. Und im Studio begrüße ich jetzt Thilo Mark von Greenpeace Deutschland. Guten Tag, Herr Mark. Guten Tag, Herr Werner. Wenn die Ostsee jetzt immer wärmer wird, müssen wir uns dann Sorgen machen, dass der Hering bald komplett verschwindet? Ja, tatsächlich ist das so. Aber die gesamte Diskussion des Deutschen Fischereiverbandes und auch jetzt hier der Thünenwissenschaftler, der Klimawandel ist schuld an dem Rückgang des Herings, erinnert mich so ein bisschen an so eine unreife Person, die Schuld für die eigene Misere immer bei anderen sucht. Natürlich ist der Klimawandel für den Rückgang des Herings verantwortlich. Dann wird noch der Kormoran ins Feld geführt, der Fisch frisst, oder die Kegelrobbe. Letztendlich müssen sich die Fischer aber auch an die eigene Nase fassen. Über Jahrzehnte ist die Quote viel zu hoch festgesetzt worden. Es wurde auf Deubel komm raus so viel aus der Ostsee rausgeholt, wie eben ging. Und das sind die Effekte. Und der Hering in der Ostsee ist nur ein Beispiel. Viel schlechter geht es zum Beispiel dem Dorsch. Wenn der Hering denn so stark bedroht ist, was bedeutet das denn für die Fischer dort? Naja, man braucht für ein Dorf mit 200 Einwohnern keine 20 Friseure. Das ist einfach Fakt. Und vergleichbar mit diesem Bild braucht man für den aktuellen Heringsbestand und Dorschbestand in der Ostsee auch nicht die Menge an Fischereibetrieben, die wir zurzeit haben. Das ist einfach Fakt. Und an diesen Fakt müssen wir uns gewöhnen. Werden wir Verbraucher uns denn dann gegebenenfalls auch an höhere Fischpreise gewöhnen müssen? In Deutschland kommt der Fisch zu fast 90% nicht aus den deutschen Meeren, geschweige denn den EU-Meeren. Wir importieren Fisch aus vor allen Dingen der Beringstraße und aus norwegischer Lachs-Aquakultur. Und da ist erstmal nicht abzusehen, dass sich die Preise großartig ändern würden. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Meere in einer historischen Krise sind. Wir haben einen rasanten Artenverlust in den Meeren. Und wir müssen uns einfach jeder individuell fragen, geht das immer so weiter? Oder müssen wir einfach anfangen, weniger Fisch zu essen? Können sich Fischer denn nicht so einfach anpassen? Also können die nicht sozusagen umziehen in kühlere Gewässer? Wir hatten in der Vergangenheit im Laufe der Evolution natürlich auch immer wieder klimatische Veränderungen. Aber die rasante Geschwindigkeit, die jetzt die Klimaerhitzung mit sich bringt, führt dazu, dass zum Beispiel die Kabeljaubestände immer weiter Richtung Norden ziehen. In der südlichen Nordsee ist der Kabeljau fast nicht mehr da. Der ist weiter in die nördliche Nordsee gewandert. Irgendwann ist der Planet vorbei, da geht es nicht mehr weiter. Und dann brechen auch diese Fischbestände zusammen. Wir reden über Fisch, aber vielleicht können wir auch kurz über Schalentiere oder Muscheln oder Schnecken sprechen, sind die auch bedroht vom Klimawandel? Also in der Ostsee gibt es zunächst mal keine wirklich wirtschaftlich bedeutenden Schalentiere. Aber natürlich sind vor allen Dingen alle kalkbildenden Organismen, dazu gehören Muscheln, dazu gehören Krebse, dazu gehören aber auch jede Menge Organismen des Planktons, die stehen unter dem Druck des Klimawandels, weil die Meere zunehmend versauern. Das heißt, der pH-Wert ändert sich, diese Kalkschalen lösen sich auf. Und das hat massive Kaskadeneffekte innerhalb des Nahrungsnetzes. Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, was fordern Sie denn? Wer muss denn da tätig werden? Ja, es gibt ja immer diesen Dreiklang. Zum einen die Politik, zum anderen die Fischanbieter, also die Industrie. Und das dritte sind wir Verbraucher. Wir Verbraucher können eine ganz klare Entscheidung treffen und sagen, wir essen Fisch nur zu besonderen Gelegenheiten als Delikatesse. Und die Politik muss ganz dringend umsetzen, dass wir in den Meeren Bereiche bekommen, wo die Natur sich selber überlassen bleibt. Das heißt Schutzgebiete ohne Fischerei. Weil innerhalb dieser Schutzgebiete können sich die Fischbestände wieder aufbauen.
Da kann sich aber vor allen Dingen auch die Meeresnatur wieder erholen. Und die ist dann wesentlich widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels. Von welchen Zeiträumen sprechen wir da? Angenommen, das würde so eintreten, wie Sie das hier fordern? Es ist von Fischart zu Fischart unterschiedlich. Es gibt Fischbestände wie zum Beispiel den Kabeljau vor Neufundland. Da sind die Bestände in den 90er Jahren zusammengebrochen. Der hat sich bis heute nicht erholt. Aber es gibt andere Beispiele. Da ist innerhalb von 5 bis 10 Jahren der Fischbestand wieder groß geworden. Lassen Sie mich noch einen Aspekt einführen. Neben dem Deutschen Fischereitag, der ja heute losgeht, hat gestern in New York eine Verhandlung der Vereinten Nationen begonnen. Die wollen einen Schutzrahmen schaffen für den Schutz der Hohen See. Also alle Bereiche, die jenseits der nationalen Gerichtsbarkeit liegen, das sind immerhin 43% der planetaren Oberfläche. Es geht so ein bisschen an den Medien vorbei, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zum Schutz der Meere. Thilo Mark, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Sehr gerne.